Hallo, in diesem Video ganz kurz gezeigt, wie Sie unter Ubuntu 11.10 Auto-Login auch für den GNOME-Desktop durchführen können. Hier ganz normales 11.10 und obwohl ich GNOME 3 installiert habe, haben wir in einem anderen Video gesehen, wird nach einem Reboot immer noch zuerst Auto-Login für die Unity-Oberfläche durchgeführt. Und um das umzustellen, ganz einfach, ein Terminal-Fenster öffnen. Und hier jetzt einfach nur die Zeile einfügen. Finden Sie auch in der Beschreibung dieses Videos. Abschicken das Ganze. Passwort eventuell eingeben. Danach einfach den Rechner neu starten. Wobei ich den Rechner jetzt eigentlich ausgeschaltet habe. Aber nach dem neuen Start landen wir direkt in unserem GNOME Desktop. Dabei müssen Sie natürlich nicht zwingend, wie jetzt gerade hier gezeigt, im Unity-Desktop sein, um dort im Terminal den Befehl einzugeben. Das Ganze funktioniert natürlich auch hier jetzt noch im Terminal, falls Sie schon von Hand umgeschaltet haben. Ebenfalls in der Beschreibung finden Sie den Befehl, wie Sie standardmäßig wieder auf den Unity-Desktop umschalten können. Okay,